Druck macht man leer! Wie schön ist das denn? Ein legendärer Ort, Grünspan, direkt Reeperbahn, Hamburg. Und wir sind heute Abend, dank euch allen, die sich für Battle Rap begeistern, ausverkauft. Wie hört sich ausverkauft an, Hamburg? Was für ein Gefühl, wieder hier zu stehen. Mich persönlich verbinden sehr viele Momente. Ich hatte meine zweite Moderation hier in dieser Location gehabt überhaupt. Da war ich noch sehr, sehr nervös. Aber ich sag euch, die Nervosität geht bis zu einem gewissen Grad nie weg. Weil, wenn hier so eine Battle-Rap-affine Crowd steht, die Bock hat, ich gucke in die ganzen Gesichter, von der ersten bis zur letzten Reihe, von hier unten bis hier oben, dann macht das einfach übertrieben Spaß, löst eine unfassbare Euphorie aus, weil ich hätte niemals gedacht, als ich vor 20 Jahren damals in irgendwelchen Keller-Cyphers gebattelt habe, dass das so groß wird und dass ihr das Ganze so groß macht. Deswegen macht einmal Lärm für euch selbst, denn ihr seid ein Teil von Battle-Rap Hamburg! Wow. Ihr wisst, was wir heute hier machen, oder? Ihr habt die Card gesehen? Ihr wisst gar nicht, was hier passiert? Wer von euch war schon mal bei einer Veranstaltung von Top Tier Takeover? Einmal die Hand hoch. Okay, wow. Wer ist zum ersten Mal bei Top Tier Takeover? Wahnsinn, oder? Aber ihr habt schon mal, die gerade bei der zweiten Frage die Hand gehoben haben, ihr habt schon mal ein Battle gesehen, oder? Online? Ihr wisst, was A Cappella Battle Rap bedeutet, oder? Eine ganz wichtige Sache zuallererst. Ihr, das Publikum, ihr genießt das, ja? Ihr feiert, wenn was Geiles kommt. Ich will bitte, egal was hier auf der Bühne passiert, keine Buhrufe hören, ja? Weil das bringt MCs auch aus dem Konzept. Es darf gefeiert werden, aber wenn irgendwas hier auf der Bühne fällt, wo ihr denkt, oh mein Gott, also das würde jetzt passen auf meine Cousine des 7. Grades, was da jetzt gesagt wurde, das geht aber mal gar nicht. Das hier oben ist MMA mit Wörtern. Sind wir uns da schon mal einig, Hamburg? Sehr gut. Nächste Sache. Wenn die MCs ihre Parts performen, dann bitte genau das Gegenteil tun, was ihr jetzt tut. Weil jetzt gerade könnt ihr dazwischen labern, weil das bin nur ich, ja? Ich labere auch manchmal ein bisschen zu viel, da kann man auch dazwischen labern. Aber ich probiere es einmal mit euch. Sobald hier die ersten MCs auf der Bühne stehen, dann mache ich immer den hier. Seid mir jetzt alle ruhig! Sehr gut. Und ich weiß, so nach dem ein oder anderen Bier, was euch hier von den lieben Bartendern und Bartenderinnen serviert wird, da hat man manchmal aus der Bierlaune heraus, wenn ich das gesagt habe und alle machen, hey, dann gibt es manchmal so ein... Wenn der oder diejenige neben euch steht, ganz kurz mal, ja, habt ihr die Erlaubnis von mir, ja? Wir brauchen absolute Ruhe, okay? Oh, Hamburg, ey. Magda, hast du Bock oder was? Oh Mann, habt ihr Bock auf das erste Match oder was? Boah, ich guck mal hier auf meinen schlauen Zettel. Guck mal, ey, was für krasse Matches heute, oder? Boah. Als allererstes würde ich auf die Bühne bitten, einen jungen Mann, der das erste Mal bei uns bei Top Tier Takeover in Stuttgart in Erscheinung getreten ist. Ein sehr, sehr stabiler 18-jähriger Newcomer. Er hat in der Cypher immer wirklich auch Texte gebracht, wenn ihr euch die letzten Cyphers angeguckt habt, mit sehr viel Tiefgang und wichtige Themen angesprochen. Aber auf der anderen Seite, wenn es ums Freestyle und ums Battling ging, einfach rigoros rasiert. Er hat ein sehr, sehr starkes Finale gegen Chrome in der Freestyle Mania in München abgeliefert und ist heute heiß hier ein A Cappella-Match für euch abzuliefern. Bitte einmal auf die Bühne und mit einem riesen Applaus willkommen heißen. Macht mal Lärm für Wally! Wally, sehr schön, dass du da bist. Schnapp dir mal bitte eins von den beiden schwarzen Mics und teste das direkt mal, ob man dich hören kann. Seid ihr da oder was? Und er battelt heute gegen jemanden, der sehr, sehr hungrig ist. Er hat sich in Leipzig bei uns gezeigt, bei Top Tier Takeover und hat ein starkes Battlemania-Finale gegen Virus abgeliefert und lässt nicht nach, ist hungrig, kommt zu allen möglichen Veranstaltungen in allen Städten, ist sehr motiviert, kontaktiert immer wieder Magda, dass er Matches haben will und diesmal war es möglich und Magda hat es realisiert. Bitte auch einen riesigen Applaus für Diamond!
Genau, gib ihm auch bitte mal ein Mikrofon. Auch du, direkt mal das Mikrofon checken. Check, check, check. Hamburg, habt ihr Bock auf dieses Badge, Alter? Passt auf. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr eine Battle-Rap-affine Crowd seid und ihr werdet euch auch eure eigene Meinung bilden zu jedem einzelnen Match. Das ist auch so, das ist vollkommen okay. Ihr könnt eure Meinung haben, aber die MCs wollen auch immer so die Meinung haben von anderen Battle-Rap-Veteranen, wie sie denn abgeschnitten haben, wo sie sich vielleicht verbessern können oder wie sie stark performt haben. Und die beiden MCs haben sich entschieden, dass dieses Match judged ist. Und deswegen einfach nur mal kurz zum Vorstellen und ich bitte auf die Bühne AT, Twizzy und Yaman, a.k.a. Mr. White. Macht mal Lärm für die drei Judges! Auf jeden Fall sehr fähige Judges. Ja, wie sieht's aus? Wer von euch beiden fängt an? Habt ihr euch da vorher schon geeinigt? Hamburg, erste Runde im ersten Match. Walid gegen Diamond. Diamond fängt an und jetzt kommt dieser ganz wichtige Moment. Hamburg, seid mal jetzt alle ruhig! Sehr geehrte Damen und ach, scheiß drauf, endlich mal ein Battle ohne diesen langweiligen Dreck. Punchline über Punchline, zwei krasse Newcomer und dem Besseren sei es gegönnt. Also wenn ihr richtig Bock auf ein echtes Battle habt, dann zeigt uns das so laut, wie ihr nur könnt. Du Hurensohn, das Battle anzunehmen war eine dumme Entscheidung, denn heute wirst du deinen Untergang erleben. Aber erstmal komm ich kurz runter und erzähl eine kleine Story aus deinem Leben. 23.03. für das Kindergesicht war gestern echt ein trauriger Tag. Denn er wird beim Bierholen immer noch nach Ausweis gefragt. Der Verkäufer so, Kleiner, du kannst direkt wieder weggehen. Bier ist erst ab 16. Und Walik so, ich bin alt genug, Sie können meinen Ausweis auch direkt sehen. Der kleine Valentin kramt, streckt ihm das viereckige Ding entgegen und sagt, sehen Sie, ich bin 18 und ein Duplikat ist es auch keins. Und der Verkäufer so, schön, ich will den Perso, nicht den Behindertenausweis. Guck doch mal dein Insta an. Bei jedem Selfie denke ich mir, die Grafik ist abartig. Du siehst aus wie der behinderte Bruder von Slavik. Junge, pass auf, dass ich hier nicht freidrehe. Ich fick dich. Abgemagerte Version von Hasbulla, trocken ohne Gleitgel. Eines musst du einsehen. Du siehst nicht aus wie 18, sondern so wie 13. Jo, Olli will dich gleich nehmen. Was ist denn los hier, Alter? Heute kriegt die Plattform echt behindert, Storno. Denn dieses Video wird gesperrt, weil ich dich so ficke, dass YouTube denkt, das wäre ein Kinderporno. Ich weiß, wie man optische Steilvorlagen richtig verwandelt. Junge, scheiß auf YouTube. Das ist eher was fürs Darknet, denn hier wird vor laufender Kamera ein Kind misshandelt. Und wenn du dachtest, meine erste Runde war stabil, dann warte auf die nächsten beiden, denn es wird eklig. Nach dem Battle wirst du dir wünschen, du hättest niemals ein Mikro in den Händen gehalten. Abgesehen von deinem Penis. Retalk, ich hab gar keinen Bock auf seine Runde, weil er schreit immer so. Aber heute ist mir egal, wie viel diese hohle Kachbar schreit. Ich bin bestens vorbereitet, denn Gott sei Dank habe ich Oropax dabei. Scheiß drauf! Hier, wenn ihr keinen Bock habt, auf bei ihm zuzuhören, gönnt euch einfach. Ohne haltet ihr es nicht aus, Alter. Let's go, gib ihm, du Fotze. Schöne erste Runde, Diamond! Deine Runde war gut, aber was bist du für ein Volltrottel? Was hast du für eine Jacke? Das ist Top Tier Takeover und nicht Germany's Next Topmodel. Heute ist dein Todestag, Dennis. Spürst du schon die dicke Luft? Nach Dasha bist du das nächste Mädchen, das ich im Battle ficken muss. Denn es ist VLIK, der Stuttgarter Plusmacher gegen Diamond. Den peinlichen Leipziger, den in Hamburg kein Schwein kennt. Und wie gerade schon gesagt, kommt Diamond aus Leipzig. Leipzig, der Stadt, in der die Leute sich so benehmen, als ob zwischen Ost und West immer noch eine Grenze ist. Der Stadt, in der Freundlichkeit ein Fremdwort ist. Der Stadt, in der es mehr Nazis als normale Menschen gibt.
Und da gehörst du und deine Familie auch dazu. Aber weil deine Eltern bereits Nazis waren, weiß ich, du hast dir dein Schicksal nicht ausgesucht. Und trotzdem schicke ich dich Pisser von der Bühne runter. Deine Mutter wurde in ihren jungen Jahren von mehr Nazis betatscht als die Türklinke im Führerbunker. Und bei deinem Vater war es auch in der Kindheit schon so. Anstatt auf Playboy-Hefte zu wichsen, holte er sich täglich einen runter auf ein Karin-Ritter-Foto. Ich riech die Nazi-Zeit direkt aus deinen Ohren raus. Deine Haare sagen Hitler-Jugend, deine Nase dieser Holocaust. Du aus Hogwarts ausgebrochener Harry Potter Peach. Ich werd nie erwachsen werden, so wie Peter Pan. Nach der Show nehmen TMLC und ich die erste Bahn und crashen den Mädelsabend deiner Ekelmam und zwingen sie zum Penisblasen auf der Reeperbahn. Und weil sie wie jedes Mal dazu nicht fähig war, fahren wir zu dir und zertrümmern deinen Kopf mit einem künstlichen Säbelzahn aus Edelstahl. Also leg dich schlafen, du wirst mich heute eh nicht schlagen, denn wenn ich anfange zu rappen, ja dann bebt der Saal. Du bist ein kleiner Lutscher. Als ich unter dem Top-Tier-Post TMLC für sein Tommy-Battle-Props gab, denn der Bruder hat's drauf, antwortest du auf meinen Kommentar und mit den Worten, ja, safe, du aber auch. Als Magda zum ersten Mal in der Crowd-Reaction ein Battle zwischen uns beiden in den Raum wirft, antwortest du hundverliebt, da bin ich auf jeden Fall dabei, Walik, cooler Typ. Und als unser Mensch dann endlich gefixt war, fing ich an, dich in der Öffentlichkeit zu beleidigen, in der Hoffnung, dass deine Olle zuschaut. Aber du schriebst mir per DM danach, ich hab voll Bock auf das Battle, ich hoffe du auch. Glaub mir, Bruder, ich hab auch Bock auf das Battle. Und ich bin derjenige, der hier heute diese Arschgeige bumst. Aber bevor du anfängst zu reden, tu mir einen kleinen Gefallen und nimm erst einmal meinen Schwanz aus dem Mund. Schöne erste Runde von Walik! Mit der Ruhe sehr gut, behalte das bei. Zweite Runde Diamond. Seid mal jetzt alle ruhig! Ey, ich hab deine Battles geguckt und du bist immer so böse am Schreien. Hallo, warum brüllst du da immer so? Mach doch mal dein Hörgerät rein. Du bist im Oberstübchen nicht sauber, hast von den Vergewaltigungen deiner tschechischen Väter ein psychisches Trauma. Ich komm nicht von dem Gedanken weg, das Problem sei ein bisschen tiefgehender. Du nennst dich Walik 376, weil die 376 steht für die Anzahl deiner 376 Stiefväter. Einer davon bin ich. Und ich stehe hinter der Aussage, denn ich bin echt wie deine anderen Väter, weil ich dich hier genauso grün und blau schlage. Ficken, deine Väter zeigten dir damals richtig, wie es geht. Der wurde von denen so oft vergewaltigt, dass er jetzt Angst hat, wenn jemand hinter ihm steht. Du Schreihals, Alter, du Schreihals. Mach doch mal Lärm hier, Alter! Du hattest schon so viele Väter. Doch die cholerischen Gene belegen es erneut. So wie du brüllst, bin ich mir sicher, du wurdest vom Psycho-Andreas gezeugt. Aber Real Talk, Real Talk. Scheiß auf die ganzen Jokes und so weiter. Ich frag mich ehrlich, warum du in deinen Battles immer so am Ausrasten bist. Ich meine, kann man sich dann überhaupt noch mehr blamieren? Das wirkt immer so, als würdest du mit dem Geschrei deine Unsicherheit kaschieren. Wie kann man so ein Spast sein? Selbst eine der ältesten Sprüche im deutschen Battle-Rap sagt schon, Anschreien ersetzt keine Punchline. Bring du deine Lines mal auf normaler Lautstärke. Und dann checkt jeder, was du gerade machst. Vergleich dann mal seine Lines mit meinen Lines und jeder merkt, dass wenn du nicht mehr schreist, du rein gar nichts mehr zu sagen hast. Und jetzt bring deine Strophe. Schrei uns alle an in deinen Strophen. Aber vergiss nicht, die Crowd und die Judges hören deine Parts ab jetzt mit völlig anderen Ohren. Time. Schöne zweite Runde. Zweite Runde, Walik, let's go. Nach diesem Battle träumst du vom Notarzt. Du kriegst heute in Hamburg mehr Kugeln ab als die Zeugen Jehovas. Diamond, du bist ein ekelhafter Mensch. Du hast dich vor 3 Wochen in der Cypher in Berlin vorgestellt mit den Worten, hallo, ich bin Diamond, für die, die mich nicht kennen. Und wer mich hier noch nicht kennt, der lernt mich heute kennen. Dann hast du in deinem Part davon gerappt, dass du heute alle Gegner zerficken wirst und dabei zusiehst, wie jeder von den Pissern stirbt. Aber wo lebst du, Junge? Komm aus deinem Dorffilm mal raus. Nach deinem ersten Freestyle-Battle an dem Abend, in dem du es nicht geschafft hast, 3 gerade Sätze aus dir rauszudrücken, warst du direkt nach der Vorrunde raus. Aber weißt du, was noch peinlicher war?
Vor ein paar Monaten bist du zur Freestyle Mania nach Frankfurt gefahren und hast nur noch an ein Ziel gedacht. Du wolltest gewinnen, denn in Leipzig standest du gegen Virus im Finale und die Leute haben viel geklatscht. Du hast dir viel vorgenommen und deiner Mama erzählt, du machst alle MCs dort platt, aber wegen den vielen großen Namen musstest du in die Quali und hast diese dann verdient verkackt. Schon traurig. Du bist über 400 Kilometer weit gefahren, warst dir sicher, du gewinnst das Ding und hast es dann nicht mal ins Turnier geschafft. Aber weil du so ein ekelhafter, selbstverliebter Bastard bist, der sich ein bisschen zu geil findet, verdienst du das. Du hast bei 4-7 als Xbox-Rapper gegen die Playstation-Rapperin gebettelt. Und das ist noch nicht mal der Punch. Aber mir wäre in dem Fall TikTok lieber. In Deutschland gibt es 4 anerkannte Minderheiten. Juden, Roma, Sinti und die Xbox-Spieler. Nur Psychopathen haben eine Xbox. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Früher war ich ein Arschloch. Ich habe Leute gemobbt, in Läden geklaut und hatte mit 16 Jahren schon mehrere Anzeigen und gehör safe dafür ausgebuht. Ich habe in meiner Jugend schon so viele Sünden begangen. Ich hoffe, Gott drückt mir da oben noch ein Auge zu. Um erkennen zu können, dass ich damals viele Fehler gemacht habe, braucht dich Mut. Aber du arbeitest als Finanzberater. Das Abzocken von unschuldigen Leuten ist dein gottverdammter Hauptberuf. Er denkt, er wäre was, weil er schon mit seinen jungen 18 Jahren mit seiner Finanzberater scheiße Geld macht. Aber wir beide wissen, das war nicht dein Verdienst, sondern nur der von deinen Eltern. Ich merke schon, Bruder, du wirkst gerade ziemlich abgefuckt. Du heißt Diamond. Junge, was hast du dir denn da gedacht? Die Tatsache, dass du dich nach einem Gegenstand benennst, zeigt den Leuten doch schon, dass du keinen Charakter hast. Dein. Mach mal Lärm für die ersten beiden Runden von den beiden MCs heute Abend hier. Beide haben noch eine Runde. Let's go. Seid mal jetzt alle ruhig. In einem A Cappella gegen Ale bist du reingestartet mit der Aussage: Deutscher Battle-Rap ist tot. Du Idiot, frag dich mal wieso. Wenn die Liga solche Vollidioten wie dich auf die Bühne lässt, dann sinkt halt das Niveau. Manchmal braucht man Idioten, über die man sich totlacht, wie zum Beispiel diesen Walik. Aber wundert euch nicht, dass wenn man solche talentlosen Bastarde auf die Bühne lässt, die Qualität halt einfach nicht mehr da ist. Ich bin Battle-Rap-Fan und will was daran ändern, dass es keine echten Legenden mehr gibt. Und was macht er? Er beschwert sich, die Bitch, Junge, du musst Leistung bringen, indem du Drecksack echt mal besser rappst. Und wenn du wirklich hier was reißen willst, dann werd entweder gut oder ich schick dich Psycho-Andreas dorthin, wo der Pfeffer wächst. Aber ich find's wirklich gut, dass du mein Gegner bist. Denn ich hab langsam keinen Bock mehr auf diese analytischen MCs im Battle-Rap. Trotzdem, schon als das Battle stand, hast du ständig in das Bett genässt. Denn mich zu battlen ist wie stehen zu bleiben neben einem Wespennest. Du siehst aus, als ob du deine Schwester leckst. Und sind einmal die Eltern weg, habt ihr unter den Decken fetten Lesbensex. Mein Debüt, ja nur so ein Vorgeschmack. In Zukunft wird jeder dieser Fotzen aus dem Ort geklatscht. Gib mir den gestandenen MC, ich liefere sofort ab und zeige, dass ich nicht nur ein, zwei oder drei Schritte nach vorne mache, denn ich liebe es zu schreiben. Mir werden nie im Leben mal die Worte knapp. Wenn ich einen richtigen Gegner einmal vor mir habe, werde ich zeigen, dass ich meinen Durchbruch auch bei Top-Tier schaffe. Ich fühle mich wie Ash Ketchum, weil ich jeden, sogar bald die Top 4 bei Top-Tier klatsche. Ohne Formelsatz, ich schreibe aus dem Kopf raus Emotionen, die ich in Punchlines verpackt in viele Worte fass. Ihr solltet euch vorsehen, was dieser Diamond in Zukunft macht. Na, er holt sich seine Lorbeeren ab, ihr habt sofort gerafft. Schmücke meinen Kopf mit einem Lorbeerenkranz nach der Reimkette. Jetzt noch ein Punch, du kannst sofort gehen, spaßt. Keine einzige Mutterlein im Battle, doch die Leute wollen den Quatsch. Deshalb, habt ihr Bock auf noch eine Mutterlein? Ach Mann, ich scheiß drauf. Jeden Vorwurf gegenüber Google-Witzen und Mutterlines weise ich zurück. Keine Google-Witze, keine Mutterlines in dem Battle. Ich hab dich einfach nur zerfickt. Ich geb dir einen Tipp, du talentlose Mistmade. Denk dir schon mal ein paar Ausreden aus für das Interview nachher, wo es darum geht, dass ich dich gefickt habe. Time, du Fotze. Bruder, halt mal deine Fresse. Was bist du für ein Opfer? Deine Runde war so scheiße, die muss ich nicht mal kontern. Du hast früh in der Schule alles dafür getan, um bei den anderen beliebt zu sein. Es war dein Traum, dazuzugehören. Und du gabst alles, damit du irgendwann dein Ziel erreichst. Um nicht mehr als der kleine komische Dennis betrachtet zu werden, sondern um endlich akzeptiert und toleriert zu sein. Als kleiner Junge wirkst du nicht mehr befreit. Dass du gemobbt worden bist, bestätigst du in deinen Insta-Highlights. Und ja, ich weiß, das ist nicht so nice. Wahrscheinlich hattest du damals eine behinderte Zeit. Doch damit nicht mehr deine Laune sinkt, hattest du vor, auf den immer schneller werdenden Zug der Gesellschaft aufzuspringen. All deine Gefühle verschwanden, nur die Wut in deiner Seele blieb. Es gab keine Nacht, in der du ohne eine Träne schliefst. Deswegen änderst du nicht nur dich,
sondern auch deinen ganzen Lebensstil. Deine alten Haare fandst du plötzlich todeswack. Der Barber machte dir eine Dauerwelle und verwandelte deinen Kopf somit in ein Vogelnest. Du warst zu fett und gingst ins Gym. Und auch wenn deswegen keiner mit dir lieber chillt, wickst du seitdem auf dein Spiegelbild. Zwischen deinen Wünschen und Bedürfnissen entstand eine riesige Kluft. Du tauschtest deine uncoolen, aber wahren Freunde gegen untreue, aber beliebtere Jungs. Sag mir, Dennis, wo blieb die Vernunft? Ich kann dich zwar verstehen, aber begreifen tue ich's nicht. Denn du versuchst, jemand zu sein, der du eigentlich nicht bist. Und jetzt halt deine Fresse und wisch dir deine Rotzspuren weg. Du bist zerbrechlicher als die harte Auskurve. Auf der Bühne tust du zwar auf fehlerfreien Businessman, aber in deinem Kopf bist du immer noch der kleine, fette Junge, der gemobbt wurde. Doch ich scheiße auf Leute wie dich und behalte weiter einen kühlen Kopf. Ich höre erst auf zu betteln, wenn solche arroganten Notensöhne wie du nie wieder auf die Bühne kommen. Und wie du es gerade schon gesagt hast, bin ich ein Mensch mit Ecken und Kanten und wahrscheinlich mit viel mehr Ecken und Kanten als die meisten anderen hier. Auch wenn ich damit viel zu hadern habe, werde ich trotzdem niemals mein Lachen verlieren. Ich sag den Leuten immer, was ich gerade denke und was ich gerade fühle und fick auf jeden, der da draußen zu mir sagt, dass ich deshalb auf ihn wie ein Hampelmann wirke. Das ist das, was uns unterscheidet. Ich will kein Teil mehr von dieser Gesellschaft sein, in die du unbedingt rein willst. Ich fick auf jeden, der mich zum Problemkind macht und lasse weiter diese Hunde knurren. Ich fick auf eure Kommis, denn euer Hass, der pusht mich nur. Ich töte alle Rapper und entreiß sie in ihre Luftzufuhr, denn ich bin ein MC und du nur eine Kunstfigur. Shake hands und mach nochmal Lärm bitte für dieses erste Mensch hier heute Abend. Wie gesagt, ihr im Publikum, ihr könnt euch alle eure eigene Meinung über dieses Match bilden und diese dann auch später natürlich in Kommentaren kundtun und darüber diskutieren. Die liebe Magda geht nachher auch nochmal in die Crowd und sammelt Crowd-Reactions ein. Aber jetzt würde ich die Judges ans Mikrofon bitten und bin sehr gespannt, was diese drei Herren zu diesem ersten Match zu sagen haben. Als erstes bitte AT, wo bist du? Genau. Hört ihr mich? Also, Walik, erste Runde reingekommen, du hast direkt die Energie so ein bisschen mitgenommen, du hast die Rest ein bisschen aufgedreht, sehr giftig, gefällt mir gut, du hast auf jeden Fall Hunger, das kommt sehr gut rüber. Du hast auch starke Lines, du hast mich vor allem in der zweiten mit dem hinter dir, Dings, das war sehr gut, weil du bist halt auch mitten in die Falle getappt, weil du noch so, das war sehr, sehr geil. So, deshalb erste Runde gebe ich an dich. In der zweiten Runde hast du mich ein bisschen verloren, weil du ein bisschen zu schnell warst. So, das ist aber normal am Anfang. So, das passt. Also ich habe auch ein paar Cabellas gemacht, das ist mir genauso passiert. Man wird schnell, man will es schnell runterbringen. Aber da ist auf jeden Fall so, nach ein bisschen Erfahrung kriegst du das auf jeden Fall, denke ich, besser hin. Du hast mich in der dritten dann leider wieder ein bisschen verloren. Mit der Thematik leider, da hat mich nicht so wirklich abgeholt. Deshalb gebe ich es an dich. Macht Lärm für Walik. Aber trotzdem stark auch von dieser Seite, macht Lärm für Diamond. So, zweiter Judge in der Runde, das Mikrofon bitte an Twizzy. Jo, erstmal geiles Battle, Jungs, danke dafür auf jeden Fall, ja. Also erste Runde war auf jeden Fall geil, Behindertenausweis, Jo Olli Line hat mich abgeholt, musste ich gut lachen. Du hast das geil aufgebaut mit dem, dass er eine sehr ernste Schrei-Delivery hat und so weiter, das hat gut funktioniert. Bei ihm erste Runde, Moment, Notizen so, hier Führungsbunker-Line, Holocaust-Line, harte Lines, gefällt mir sehr gut. Ich würde die erste Runde tatsächlich ausgeglichen geben, also unentschieden für mich. Zweite Runde, ganz klar bei dir, also du hast hier dir so ein Haymaker abgeholt, der spricht natürlich für sich. Dritte Runde, du hast es sehr geil aufgebaut von der Taktik, aber bei der dritten Runde hat das Publikum irgendwie gechoked. Da hast du es nicht geschafft, bei der zweiten Runde nochmal einen draufzulegen. Und bei dir ist es so, du hast halt mit deiner aggressiven Delivery, ich habe dir die ganze Zeit in die Augen geguckt und denkst so, ey, der Junge ist richtig im Film so. Und du hast dir dann natürlich zum Schluss noch den Applaus vom Publikum abgeholt. Die letzte Punchline hat nochmal gesessen. Ganz, 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 ganz knapp. Ist ein sehr undankbares Battle zu judgen. Gebe ich es an Walik. Und dritter und letzter Judge für dieses Match. Jaman, was sagst du zu den beiden MCs? Also Props an beide MCs. Wirklich, ihr seid ja blutjung. Ich bin mir sicher, wenn ihr so weitermacht, ihr werdet die Battle-Rap-Landschaft prägen. Und ich kann mich den Vorrednern am Ende nur anschließen. Ich finde, all in all,
Dich fand ich von der Delivery und Performance ein bisschen besser. Dich fand ich technisch ein bisschen besser. Am Ende der zweiten Runde war es relativ ausgeglichen. Ich hätte es an dich gegeben wegen dem Mega-Highlight, wo du ihm auch performancemäßig in die Karten gespielt hast. Aber ich finde, mit der letzten Line, die er auch nochmal die Crowd komplett abgeholt hat, hast du es damit für dich entschieden. Also für mich auch der Punkt an Walik, aber Props an beide. Somit, so wie es die Judges gesehen haben, herzlichen Glückwunsch an Walik. Aber ey, danke nochmal für dieses Match, Jungs. Macht nochmal Lärm für Diamond und Walik! Darf ich noch ganz kurz was sagen? Ich hoffe, euch hat das Match gefallen. Wenn ihr diese Battle-Rap-Szene supporten wollt, dann abonniert gerne den neuen Top-Tier-Germany-Kanal auf YouTube. Folgt uns auf Insta, verlinkt uns, macht Insta-Stories. Dies, das, Ananas, weil die Szene ist gerade ein bisschen im Arsch. Und ja, bitte, Dankeschön. Diamond, du noch abschließend etwas zu sagen? Ja, ich habe nichts großartig hinzuzufügen. Danke, dass ihr alle da seid, dass ihr so aufmerksam zugehört habt, an den richtigen Stellen Lärm gemacht habt. Ich komme auf jeden Fall gerne wieder. Es wird nicht mein letztes Match sein, Alter, auf gar keinen Fall, Alter. Und jetzt gucke ich mir noch die restlichen Battles an. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Danke, Hamburg! Dankeschön. Genau, du hast angefangen, Diamond. Wie war das für dich in der Vorbereitung? Also, hast du so überlegt, das Publikum mit einzubeziehen? Hast du irgendwie an Hamburg gedacht? Hast du gedacht, es wird voll? Oder dachtest du, ey, ich schreibe einfach auf meinen Gegner und egal wie viele Leute da sind, ich ziehe durch? Also ich habe mir gar keine Waffel gemacht, wie viele Leute kommen oder sonstiges. Ich habe einfach mein Match runtergeschrieben und habe mir halt überlegt, jetzt nicht auf die lustige Schiene oder hier wie ein Comedy-Style oder sonstiges, sondern habe halt bewusst mich dazu entschieden, mal ein bisschen das Ganze anders aufzuziehen, als ich es eigentlich bin. Habe gemerkt, es hat nicht ganz funktioniert. Es war trotzdem gut, würde ich sagen, vom Gefühl her, aber es war halt nicht das, was ich wirklich, wirklich damit bezwecken wollte. Aber ich habe einfach drauf losgeschrieben und jetzt kann ich daraus ja lernen. Also, aber bin trotzdem einigermaßen zufrieden auf jeden Fall. Ich denke, auf jeden Fall ist das erste Match dazu da, auch sich Fehler erlauben zu können und einfach halt zu machen, weil du hast ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie das ansatzweise in so einem Rahmen zu üben, ne? Ich denke, du hast vielleicht zu Hause geübt, hast vielleicht ein paar Homies gezeigt und so, ne? Und dann stehst du hier halt, wie gesagt, vor 900 Leuten im Grünspan und musst abreißen. Wie war das mit der Kulisse für dich? Hat dich das unruhig gemacht oder war es eher so, ey, krass, Mann, jetzt stehen hier Leute und die hören mir gerade zu? Ich bin ehrlich, ich habe das komplett ausgeblendet. Also, wenn ich so gesagt habe, hier von wegen Hamburg, habt ihr Bock auf das Battle? Auf einmal war richtig laut, aber ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Also, ist eigentlich schade, weil eigentlich ist ja das eigentlich mega geil. Aber ich dachte mir einfach, komm, ich bin voll in meinem Fokus, mach mein Match und achte da jetzt gar nicht so drauf. Ich kann darauf achten, wenn ich selber in der Crowd stehe oder wenn ich anderen Battles zugucke. Deswegen habe ich mich davon gar nicht verunsichern lassen oder sonstiges. Ich habe es versucht auszublenden eher. Nein, es ist gut, so seinen Weg einfach durchziehen und machen und das andere ist halt so quasi Beiwerk, so eine umrahmende Kulisse. Ja. Was die Judges so gesagt haben, gibt es da so Punkte, wo du sagst, ey, ja, nehme ich mir zu Herzen? Ich weiß nicht mehr genau, was die Judges genau gesagt haben, weil ich voll immer noch so in meinem Battle-Modus drin war. Aber ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an. Auf jeden Fall. Was die auf jeden Fall gesagt haben, kann ich jetzt nicht wiedergeben, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall das, was die gesagt haben, dass ich da jetzt nichts dagegen hatte, also sondern die haben schon irgendwas Richtiges erzählt. Auf jeden Fall kam es mir so rüber. Okay, ich merke, du bist gerade noch voll, weißt du, du bist gerade noch voll am Verarbeiten der Situation. Wir machen das Interview gerade hier direkt wirklich nach dem Match, ja. Also nee, nicht direkt nach dem Match, die haben das erste gemacht, dann kam das zweite und dann sind wir gerade schnell von der Bühne runter. Die beiden Jungs haben sich natürlich auch das zweite angeguckt. Ich frage auch dich direkt. Ja, erstes Match, Riesenkulisse. Wie lief bei dir die Vorbereitung? Also die Vorbereitung lief relativ gut. Wir haben uns auch schön gegeneinander gestichelt so. Wir haben auch gegeneinander so eine Abneigung aufgebaut. Die ist jetzt vorbei, glaube ich mal. Aber also ich war auch komplett überrascht, wie geisteskrank die Kulisse war. Und tatsächlich habe ich auch mit so einem starken Diamond gerechnet. Und ich hatte wirklich die Sorge, weil er wollte anfangen. Und du hast jetzt nicht gesagt unbedingt, aber so schien mir so. Du wolltest schon anfangen. Und ich wusste nicht, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehe, dass in der ersten Runde direkt die Crowd so krass bei dir reagiert hat und ob ich das halt auch schaffe. Und ja, dann habe ich es geschafft. Und dann in der zweiten Runde hast du mir nochmal ordentlich gegeben mit diesem
da wo du hinter mich gelaufen bist, da hast du mich richtig hops genommen. Das war ein krasser Moment, ja. Ich bin voll reingefallen drauf. Ich hatte in der zweiten Runde richtig viele Harry Potter Bars, aber du, Wichser, hast deine Brille abgenommen. Und dann musste ich die einfach rauslassen und halt ein, zwei Freestyle-Lines kicken dafür. Und ja, dritte Runde, hast du halt die Crowd ein bisschen verloren. Ich glaube, da war so ein bisschen so die Luft raus. Und ich habe die dritte Runde extra so geschrieben, weil ich schon geahnt habe, dass die Crowd so ein bisschen weg sein wird mit dieser Endpunchline. Und ich fand, damit habe ich auch verdient gewonnen. So. Ja, das war schlau, ne? Du hast halt so das mit der Crowd nicht so ganz bedacht, wie du gesagt hast, so, sondern versucht einfach dein Ding durchzuziehen. Und du hattest das schon irgendwie so auf dem Zettel gehabt, das zu machen. Du hast natürlich auch eine Art zu performen, dass man halt, ne, so dieses aggressive Hintereinander zack, ne? Bei dir ist es ein bisschen eher ein bisschen ruhiger, ne? Also natürlich auch auf den Punkt, aber so deine gesamte Stimmfarbe ist ja auch, ist halt ein bisschen anders. Bei ihm ist natürlich sehr viel Aggressivität, wo man so gespannt bleibt, alleine schon wegen der Stimme. Und dann, wie du gerade selber gesagt hast, war es sehr schlau, wie du die dritte Runde geschrieben hast. Wie sieht es bei dir zukünftig aus? Jetzt hast du schon bei uns dich bewiesen in der Cypher. Solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Stabile Texte gekickt. Freestyle sehr stabil abgeliefert. Finale gegen Chrome kann man auf jeden Fall mal verlieren. Wie sehen die Pläne bei dir aus? Verfolgst du auch weiter A Cappellas zu machen? Freestyle, das eine mehr oder weniger? Erzähl doch mal. Also nächste Woche bin ich direkt bei Diltili, hab dort auch ein A Cappella so. In zwei Wochen bin ich auch wieder bei der Freestyle Mania am Start. Und ja, ich will auf jeden Fall beides weitermachen. Und ich habe richtig Bock, also mit mir ist auf jeden Fall in Zukunft zu rechnen. Also rechnet auf jeden Fall mit Walik, sehr, sehr ambitionierter MC, 18 Jahre alt, sehr, sehr nice. Wir pushen ihn auf jeden Fall und checkt ihn auch bei Diltili aus, checkt alle Matches von ihm aus. Und bringst du auch Songs raus, also die Sachen, die du in der Cypher gebracht hast? Ja, irgendwann werden die bestimmt auch erscheinen. Also aber jetzt mache ich erstmal Schule und dann. Wichtig, macht erstmal Schule, aber supportet weiter Walik. Diamond, auch die Frage an dich, wie sieht's aus? Match ist geplant? Geplant noch nicht, ich guck, was da noch so alles in Zukunft passieren wird, was Magda mir für Gegner vorschlägt, was generell für Leute noch kommen. Vielleicht kommt ja noch ein Newcomer dieses Jahr, vielleicht kommt ja noch irgendeine coole Persönlichkeit, auf die man Bock hat. Mal gucken, aber es wird nicht das letzte Battle gewesen sein. Ich mache auf jeden Fall weiter und ich möchte noch kurz eine Sache am Ende loswerden. Ja. Respekt an Walik, dass er jetzt das Battle macht, dann noch ein A Cappella-Match direkt in ein paar Wochen. Also das ist geisteskrank. Also wirklich Respekt auch dafür, dass du heute so ablieferst. Ich hoffe, du lieferst auch in Zukunft ab. Und ich kann auch dazu sagen, einfach, es hat mega Bock gemacht. Trotzdem so, auch wenn ich verloren habe, ich denke, ich habe mich nicht blamiert. Das ist mir das Wichtigste so, dass Leute trotzdem sagen, okay, war gut. Und für Walik freut es mich umso mehr. Auch denk jetzt nach dem Battle, Bro, komm her. Danke dir. Ich wünsche dir das Beste für die Zukunft, Alter, wirklich. Das ist immer wichtig, Respekt nach dem Battle. Und auf der Bühne wird sich natürlich gegenseitig, ihr wisst, wie es läuft. Jetzt haben wir über A Cappella bei dir gesprochen. Freestyle-technisch bist du ja bei uns auch schon positiv in Erscheinung getreten. Da war die Berlin-Show, ne? Wo du direkt im Bricks und dann auch in Leipzig. Aber du willst gerade schon direkt reinspringen, sag mal. Ja, also positiv in Erscheinung getreten, Freestyle, Diamond, die Worte passen irgendwie noch nicht so ganz. Aber ey, ich komme, um weiter Freestyle zu üben und immer besser zu werden. Ich mache trotzdem bei Freestyle Manias noch mit. Ich komme trotzdem immer da, wo es geht. Battle Manias habe ich Bock. Das ist mein Ding. So, Battle Mania, dieser Mix aus Textrunde, A Cappella und Freestyle, da habe ich am meisten Bock. Okay, ja, aber ich fand trotzdem auch, wenn du sagst, Diamond und Freestyle passt nicht zusammen, das Ding ist, ich find's immer krass, wenn Leute halt das erste Mal bei uns sind und ich denke mir so, okay, krass, weißt du, du hast natürlich woanders deine Stärken, aber ich fand im Freestyle auf jeden Fall war trotzdem eine Basis da, die du aufbauen kannst, so. Ich finde, du solltest es halt einfach nicht verlieren, weil Freestyle ist auch eine Übungssache und bei dir ist also auf jeden Fall meiner Meinung nach die Basis gegeben, so, auch wenn, du hast es ja auch thematisiert, ne? Ja, ist nicht so angekommen, leider. Ich fand schon ein bisschen auf jeden Fall, es gab den ein oder anderen Lacher, aber ey, ich sag immer wirklich, Freestyle ist so eine Sache, die hat auch so ein bisschen verloren gegangen, ist. Deswegen, ich sag dir auf jeden Fall, zieh das weiter durch, du musst halt einfach öfter mitmachen, einfach machen, weil die Schreibensache ist, du schreibst auf, kannst immer wieder was ändern, dann kannst du es noch zigmal üben, beim Freestyle ist auch tagesformabhängig und so, ne? Also ich bin sehr gespannt, wo wir die beiden Jungs sehen, checkt alle Begegnungen, die ihr bis jetzt gesehen habt, wie sieht's bei dir aus mit Mucke, machst du auch Musik oder? Ja. Auf der Festplatte ist einiges. Mal gucken, ob das Ganze geuploadet wird. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass es auch Stück für Stück mal kommen wird. Aber aktuell konzentriere ich mich auch auf andere Dinge. Aber im Hintergrund geht schon ziemlich viel. Also man kann gespannt sein. Auch battletechnisch kann man auch gespannt sein. Ich komme auf jeden Fall immer wieder. Ich habe die Scheiße einfach im Herzen und deswegen wird weitergemacht.
Die Scheiße im Herzen, Battle Rap, Tierstar hat sich komplette MCs gewünscht. Die beiden Jungs sind an allen Baustellen unterwegs und versuchen, sich immer weiter zu steigern und ihre Stärken zu beweisen. Ich freue mich, wenn ich die beiden wiedersehe. Spult nochmal zurück, checkt das Match nochmal aus und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Top Tier Takeover, Diamond, Valik, mein Name ist Gier. Schönes erstes Match heute in Hamburg.